Ja, hallo und herzlich willkommen. Ein neues Video. Und zwar geht es jetzt um die Königinnenzucht. Ich habe mir gedacht, ich mache da eine kleine neue Serie draus. Und zwar habe ich vor, Königinnen im weiselrichtigen Volk anzuziehen, im Honigraum. Und ich nutze dafür das einzig verbliebene deutsche Normalmaßvolk, was auf zwei Bruträumen sitzt. Ich habe mir das überlegt, das zu machen, weil ich ja auch schon inkonsequenterweise hingegangen bin und von dem Vergleichsvolk, von dem Deutsch Normal 1,5, die Königin entnommen habe und da ja dann eine schlupfreife Weiselzelle zugefügt habe. Verlinke ich euch einfach mal da oben rechts. Deswegen ist an dieser Stelle eigentlich auch der direkte Vergleich Deutsch Normal zweiräumig und Deutsch Normal 1,5 im angepassten Brutraum. Hinkt der Vergleich jetzt mittlerweile, weil ich da natürlich jetzt sehr stark eingegriffen habe. Von daher habe ich mir gedacht, der direkte Vergleich muss man nicht mehr weiter verfolgen und ich nutze das Volk jetzt einfach für die Königinzucht im weiselrichtigen Volk und da gibt es halt so ein paar Schritte, die man beachten muss und das zeige ich euch jetzt in einer kleinen Videoserie. Ich sage mal, drei, vier Videos werden das werden. Und heute beginne ich einfach damit. Bleibt dran! Wie macht man das? Königinzucht im weiselrichtigen Volk. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne es bisher auch nur aus der Theorie. Ich habe darüber viel gelesen, habe mir auch ein paar Lehrvideos angeschaut und ich probiere das jetzt einfach mal aus. Das Volk sitzt auf zwei Bruträumen, hat hier oben den Honigraum und 9 Tage bevor man den Zuchtrahmen einsetzt, nimmt man aus dem Brutraum zwei Brutwaben, die macht man bienenleer, damit man garantiert nicht die Königin mit in den Honigraum packt und setzt diese beiden bienenleeren Brutwaben in den Honigraum. In die Mitte, schön nebeneinander. Die Pflegebienen werden natürlich nach oben gezogen und werden die Brut da weiter versorgen. Nach 7 bis 9 Tagen werde ich hingehen und hier oben eine Lücke schaffen zwischen die beiden Bruträmchen. Schauen, sollten da Nachschaffungszellen angelegt worden sein, werden die alle gebrochen und dann kann man den Zuchtrahmen einsetzen. Da das ja im weiselrichtigen Volk geschieht, kann man da jetzt nicht, weiß ich nicht, 15, 20 Königinnen erwarten. Da reicht es, wenn man 5 bis 10 Weiselnäpfchen belarvt und wenn man Glück hat, wird davon vielleicht die Hälfte angenommen. Ist halt was zur Vermehrung in einer kleinen Imkerei. Und ich habe ja hier eine Zuchtkönigin, von der ich ja auch nachziehen möchte und deren Zuchtstoff werde ich dann nehmen. Und wenn ich da jetzt nur 4 Zellen draus kriege, reicht mir das eigentlich schon. Ja, und das machen wir jetzt einmal gemeinsam. Kamera läuft. Was tun wir? Wir nehmen erstmal einmal den Honigraum runter. Stellen den aufs Brett auf den umgedrehten Deckel. Oh, hab mal wieder das Absperrgitter mitgenommen. Ist aber nicht schlimm. Den Rahmen einmal mal runter. Dann suchen wir uns aus dem oberen Brutraum zwei Brutwaben. Spielnäpfchen. Da ist aber noch nichts mit passiert. Könnt ihr die gut sehen? Ja, ne? Gut, die stellen wir jetzt einmal hier zur Seite.
Nachbarwabe. Auch alles frische Brut. Ich hätte aber gerne ein bisschen was Älteres. Oh, und da sehe ich jetzt schon eine Brutwabe, die ich gerne hätte. Das ist diese welche hier. Und die nehmen wir auch, die draußen steht. So, die ist jetzt schon mal gelockert. Bevor wir jetzt gleich die Bienen da reinpacken, machen wir hier einmal Platz im Honigraum. Dazu nehmen wir ganz einfach die äußeren Mittelwände raus. Ich komme ja jetzt gleich in das Volk hinein. Platz schaffen. So. Oh. Hier haben wir jetzt auch einmal Platz geschafft. So. Dann nehmen wir uns die Brutwabe, die wir uns ausgesucht haben. Diese welche. Da ist Honig mit drauf. Und auch frische Brut. Die machen wir Bienen leer. So, keine Königin drauf. Ich kann euch mal die Brutwabe zeigen. Schlüpfen auch mal ein paar Drohnen. Die kommt jetzt hier rein. Und die nächste. Ist auch überall noch junge Brut mit drauf. Kommt die auch hier rein? So. Jetzt machen wir halt nicht das Absperrgitter drauf, sondern jetzt kommen die beiden Rähmchen hier rein. Einer links, einer kommt rechts an den Rand. So. Jetzt machen wir die Bude hier wieder zu.
Gitter drauf. So, zu die Bude. Ja, das war jetzt der erste Teil. Zwei Brutwaben sind hier oben drin und in 8 bis 9 Tagen werde ich schauen, ob hier oben Nachschaffungszellen eventuell angelegt wurden. Das kann natürlich sein, weil die Brut jetzt ziemlich distanziert ist von der Königin und könnte klappen, dass hier was angezogen wird. Dann breche ich die alle und dann werde ich den Zuchtrahmen einsetzen. Ja, ich bin gespannt, wie es klappt und ich nehme euch natürlich im nächsten Video wieder mit. Danke fürs Zusehen. Ciao.